Moin moin und hallo. Heute zeige ich euch, wie man eine Leuchtkugelrakete benutzen kann. Viel Spaß! Kommen wir zu den Sicherheitsmerkmalen, die ihr beachten solltet. Nur im Freien verwenden, Gegenstände aus der Verpackung nehmen und die Verpackung wieder gut verschließen. Hindernisse über der Rakete vermeiden. Raketenstab in einen festen Abschluss vorrichten, stecken, orange Schutzkappe entfernen, das ist diese. Und anzünden, schnell weg, 8 Meter Entfernung. Passt drauf auf, es ist explosiv. Nur ab 18, nicht für kleine Pimpfe. So, wir haben jetzt eine Abschussvorrichtung hier. Es ist eine Glasflasche, 0,7 Liter groß. Sie muss auf einer harten Unterfläche sein und sollte oben natürlich geöffnet sein. Wir nehmen unser Raketchen in die Hand, sehen, dass hier vorne die Treibladung ist. Hier oben ist dann das Lichtereffektzeug drin und wir haben einen langen Stab. Diesen geben wir in die Flasche, was hier unsere Startrampe ist, und werden dann den Pinöpel hier nach unten herausziehen. Dann kommt eine Lunte zum Vorschein, die werden wir gleich anzünden, schauen vorher noch, ob irgendwas drüber ist, aber wenn da drüber nur der Himmel ist, dann wird das schon gut funktionieren. Denkt immer dran, 8 Meter Abstand. Kommen wir zum Anzünden. Und danach schnell weg. So, jetzt weg. Und wir schauen uns wieder an, wie sie losfliegt. Wow. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun zun.